Hallo Leute und willkommen zum nächsten Let's Demo. Ich dachte, wenn wir schon mal wieder dabei sind und so lange kein Let's Demo hatten, dann übertreiben wir es doch mal ein bisschen mit noch einem Part. Oddworld Strange Swath HD. Ich habe das Spiel schon so oft immer im Store gesehen und habe irgendwie gedacht, ey, was ist das denn? Und da hast du mal Videos zugeguckt und gedacht, ey, das sieht eigentlich voll cool aus, aber man wusste nie so genau, was es ist und keine Ahnung. Jetzt auf einmal gibt es eine Demo davon. Es hat mich sehr gefreut, das ist jetzt allerdings nicht blind, Gott sei Dank, weil ich habe so gefailt, eben weil ich das ganze Spiel eben gerade von der Steuerung her nicht so ganz gecheckt habe, aber jetzt ist mir alles klar. Die Demo ist leider nur ganz kurz, aber wir machen das einfach mal jetzt so. Ich finde es echt cool, ich bin irgendwie überlegen, ich muss nachher mal gucken, was das kostet, ey. Also das ist echt nice, auch wie man so rumläuft, das ist geil. Das. Also das hier ist so eine Nahkampfattacke, das hier so auch. Ja, zack, ich muss auch ein bisschen leiser machen, so. Ja, das ist aber kein richtiges so Jump'n'Run, denn das hat hier auch Ego-Shooter-Elemente. Zack. Und man schießt halt, ja, mit irgendwelchen Tieren zum Beispiel oder sonstigem. Da kann ich die anderen Tiere so abschießen, zack. Und kann die mir dann holen, so. Ja, diese rechten Teile, die ich abschieße, sind diese kleinen Käfer hier. Halt einfach ein normaler Schuss. Habe ich auch unendlich von. Zack, 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 zack. Da kann ich halt einfach draufhalten. Kann ich auch gedrückt halten. Oh ja, wunderbar. Boah, und es bleibt immer auf einem Punkt. Das ist man ja gar nicht mehr gewöhnt. Diese Eichhörnchen hier, oder was das sein soll. Ja, da. Okay, da gehen die Leute nämlich dahin. Das ist ganz cool. Also da kannst du Gegner wohin locken. Und doof gesagt, wenn sich dieser Schuss hier auflädt, dieser Käfer. Dann macht es halt noch so ein bisschen Lightning-Damage. Okay, passiert leider gar nichts, egal. Ja, und das mit diesem Dings, diesen Waffen, das habe ich eben gar nicht gecheckt, weil ich dachte irgendwie auf R1 geht das und bla, auf L3 macht man das. So, hier kriegt man jetzt erzählt, wenn man in der Verfolgungsperspektive lange läuft, dann wird er halt immer schneller und läuft dann halt so auf einen Vieren quasi, sieht super cool aus. Das ganze Spiel ist in Englisch, hat aber halt deutsche Untertitel, das heißt, wir können Viereck drücken und dann kriegen wir gesagt, was wir denn zu tun haben. Okay, hier kommt allerdings kein Untertitel. Ich finde das voll lustig, ey. Könnte mir überlegen, ob da unten vielleicht was ist. Nee. Achso, Double Jump gibt's natürlich auch hier. Aber das sieht von der. Das ist ein Spiel von damals. Ich glaube, es gab es auch auf der Xbox oder nur auf der Xbox. Aber ich. Oh mein Gott, ich bin mir echt nicht sicher. Keine Ahnung. Und das sieht hier in diesem HD. Also, ich weiß gar nicht, wie es halt früher aussah. Aber ich finde die Grafik richtig schick, muss ich sagen. Sieht richtig geil aus. So, und jetzt werde ich das hier direkt mal richtig machen. Da sind nämlich schon Leute. Wir können es hier drin verstecken. Unten links am Radar sieht man das. So, jetzt muss ich warten, bis das Stromteil aufgeladen ist. Oh, nitscht vom Allerfeinsten. So, dann droppen die auch Geld. Keine Ahnung, für was man das später braucht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Aber ich finde schade, dass die Demo nur so kurz ist, weil das ist echt geil. Also eben fand ich es nicht so geil, weil ich es einfach nicht kapiert habe, gebe ich dazu. Been looking for Bolamites. He's good for wrapping up outlaws. Und da gibt es halt ganz viele von diesen verschiedenen Tieren, die man da reinmachen kann. Das finde ich schon allein super lustig. Ich finde es nur ein bisschen blöd, dass ich die jetzt nicht so irgendwie bewusstlos schlagen kann und dann mitnehmen kann. Nee, denn man muss anscheinend drauf schießen, so wie es aussieht. So, Bolamiten. Setze Bolamiten ein, um Gegner vorübergehend ein klebriges Netz zu wickeln, sodass sie sich weder bewegen noch angreifen können. Das ist halt super lustig, die Teile. So, jetzt kann man aber hier hochgehen. Das habe ich vorhin schon gefunden, weil ich hier gar nicht kapiert habe, wo ich lang muss erst. Und da habe ich direkt mal hier diesen Weg gefunden. Zack. Hier ist dann wieder ein bisschen Geld drin. Was für die Demo total schwachsinnig, weil man das Geld nirgends gebrauchen kann, glaube ich. Zack. So, jetzt sind wir voll. Hier übergegen läuft einfach. Das ist irgendwie auch ein Angriff. Aber mit diesem Angriff hier, also das Spiel ist es mehr Shooter. Ich kann auch die Leute einfach so die ganze Zeit zack, 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 zack so schlagen. Aber es dauert viel zu lange, um jemanden zu killen. Ich kann auch im Nahkampf, Quatsch, wenn ich dir die Waffe gewählt habe. Oder warte mal, geht das so? Nee, geht auch nicht, okay. Dann kann ich hier oben mit den Richtungstasten kann ich auswählen, was ich denn hier für einen Schuss reinnehme.
Also eben konnte ich die auch ganz entquippen. Ah, okay. Na genau, wir nehmen jetzt mal die hier. Oder das Abhörnchen. Das Ablenkhörnchen. Lassen wir mal drinnen. Das hier würde ich erstmal so immer drinnen lassen, weil das ist halt der normale Schuss. Oder ich mache halt das hier rechts rein. Boah, die sehen aber auch ekelhaft aus, die Viecher, ey. Ich glaube auch, das Spiel pausiert, wenn man das hier macht. Anders wäre es auch ein bisschen unfair. Na, okay. Allzu viel gibt es dann doch nicht. Eine Sache kriegen wir hier gleich noch. Na gut, dann gibt es noch vier andere. Ah, ich dachte, es wäre vielleicht ein bisschen mehr. Sehe ich auch eben gerade zum ersten Mal. Aber vielleicht kommt da doch noch mehr. Man weiß es ja auch nicht so genau. Nee, ich will aber den normalen Schuss. Das mit dem Ablenken machen wir mal nicht. Oder doch machen wir... Ach, das ist wieder eine Auswahl. Ach, das waren letztens die Gegner, dann hier rumlaufen sind. Na, okay. So, zack. Wir können es hier wieder verstecken, ganz stealth-mäßig. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Schieß mal hier so ein Hörnchen hin. Jetzt zack, wickle ich den mal ein. Oh, jetzt bin ich einfach gegenlaufen. Ah. Lebendig gefangen. Ah, okay, Leute. Das habe ich nämlich vorhin die ganze Zeit gesucht, sowas. Okay, dann... Ah, Leute. Dann muss ich mich direkt gleich mal korrigieren, was ich eben gerade gesagt habe. Also, wenn ich hier Scheiße erzähle, Leute, bitte nicht wundern. Ich spiele das gerade zum... Ja, jetzt zweiten Mal die Demo. Ah, okay. Kommt man da hin? Nee. Autsch. Weil mit diesem Move hier, das, was ich eben gemacht habe, damit kann man die nämlich umhauen, aber man killt sie nicht. Zumindest nicht so schnell. Ah, okay. Dann ist alles super, okay. Also bringt die Attacke doch was. Machen wir gerade mal hier. Um das zu zeigen. Bart, ich kann sie so umnocken. Und dann kann ich ihn so einfach nehmen. Ah, okay. Dann ist ja alles cool. Trotzdem machen wir ein bisschen Ego-Shooter-mäßig. Das habe ich nämlich nicht gecheckt gehabt. Swoop. Und so kann ich mich heilen und okay, alles super. Okay, das ist ja, jetzt ist es ja richtig cooles Spiel. Habe ich ihn getroffen oder nicht? Nee. Zack, eingewickelt. Und komm mit. Swoop. Okay, das ist geil, weil eben habe ich mich verwundert, der Nahkampfangriff bringt überhaupt gar nichts, wieso hat man den? Aber dann macht es ja doch Sinn, Leute. Ja, ich werde es kaum glauben, die Demo ist jetzt schon gleich vorbei. Aber jetzt kriegen wir noch was richtig Cooles, da muss ich eben wirklich lachen. Hey, Boss wants us to stop them wagon trains from getting to town. I think we're all set. Good, cause here they come. Get into position. Hold it. Gotcha! Ha! Damn! That ought to stop them! Okay, guard the area! Make sure no one gets past us to the other wagons! So, hier laufen jetzt genau wieder diese Dings rum. Diese Viecher nehmen wir direkt mal mit. Hier sind noch ein paar von diesen Eichhörnchen. Können wir auch mal nochmal welche mitnehmen. Hab ich getroffen? Irgendwie nicht, oder? Ach, keine Ahnung. So, jetzt sind wir voll. So, wir sind hier versteckt. Oh shit, jetzt hat er mich gesehen. Ah, nicht ganz. Okay. Dann nehmen wir einfach nochmal wieder hier das, die Eichhörnchen. Aber es geht irgendwie immer nur einer hin, kann das sein? Merkwürdig, aber okay. So, machen wir wieder hier. Bam, der kriegt die volle Dröhnung ab. Zack. Er saugt sich irgend so ein Gefäß auch rein, ist ja auch bescheuert, ey. Swoop. Bam, voll gegenrand. Lebendig gefangen 20. Okay, was auch immer das bringt, ist das dann Geld, was man als Belohnung bekommt? Oder keine Ahnung. Weil wenn man sie killt, droppen sie auf jeden Fall Geld. Das hatte ich nämlich vorhin noch gesehen gehabt. So, hier rüber.
die Viecher sind so geil. Know, there was puzzles around here. I best grab some, put the bite on some boys. Die Dinger sind so super lustig, ey. Ich musste eigentlich von lachen. Das sind die Fuzzles. Wenn du Fuzzles abfeuerst, geraten deine Gegner in Panik. Laufen wild umher und nehmen Schaden. Du kannst mit Fuzzles auch Fallen legen, indem du sie auf den Boden feuerst. So, wir sind voll. Die sehen so geil aus, pass auf. Ach guck, das sind hier, genau. Und dann gibt es noch vier andere anscheinend. Ich finde das von der Grafik her, seid doch mal ehrlich, das sieht doch verdammt geil aus. Und hier steht ja das auch mäßiger Schaden, hier steht dann leichter Schaden, hier steht natürlich gar kein Schaden, weil die nichts machen. Was sind diese kleinen Viecher, aber so riesige Zähne? Und das ist ein Geräusch, du denkst wirklich, da wird ein Hund oder ein Wolf oder irgendwas rumbellen oder so, da sind das diese kleinen Viecher, ist da dumm. Das sind alles so komische Hühner und ey, das ist total abgedreht hier alles. Zack, einmal ran. Ah, jetzt hört man das leider nicht so, ey. So, guck, so gibt das nämlich Geld. Wenn man sie killt. Aber die haben vorhin so übertriebenes Gebrüll, da muss ich so lachen, ey. Ich könnte ja auch zum Beispiel mich hier ins Gebüsch so chillen. Werf da so drei Stück hin, dann nehme ich hier das Abhörnchen. Achtung. Und drei machen halt wirklich extremen Damage, wie ihr seht. Hey, was ist los? Bam! Oh, voll daneben geschossen, shit. Wer ist jetzt nur betäubt? Ey, das ist super lustig, das Game. Ich glaube, ich muss mir das holen. Ich glaube, ich muss es mir holen. Mal aufladen. Batz! Kannst auch hingehen jetzt hier. Bam, 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 bam. Die auch so killen. Ich kann die Leiche trotzdem noch tot gefangen. Ah, okay. Die Leiche kann man also auch noch mitnehmen. Oh mein Gott, Leute. There you are. Das erinnert mich so an Dings. Resident Evil 5. Wesker. So können wir uns heilen. Das ist schon geil gemacht alles. Aber ich will nochmal hier diese Viecher haben. Liegen die nicht noch hier unten irgendwo rum? Ne, das sind nur die Eichhörnchen, ne? Ach man, ich will nochmal so ein Fassel haben, ey. Die sind einfach am lustigsten. Ach verdammt. Really? Dass hier keine mehr rum... Irgendwo müsste es doch hier. Ne, das sind auch Eichhörnchen. Ach, schade. Die hätte ich gerne mal genommen, weil die waren die lustigsten, meiner Meinung nach. Ach, ich habe ja noch welche. Warum sagt mir das denn keiner? Die sehen so geil. Ich finde wirklich, die Quali ist Hammer. Mal ganz ehrlich. Ach, hier sind die drin, ja, genau. Ich wusste, dass die irgendwo sind. Zack, damit sind wir auch voll. Hier machen wir noch alles kaputt. Da wird es auch noch irgendwo hochgehen. Ah, das ist wahrscheinlich... Ja, komm, wir machen das mal, um einfach das Video ein bisschen in die Länge noch zu ziehen. Sonst geht's ja nicht so lange, ne? Hier oben sind einfach nur die. Also wenn ich irgendwie Blödsinn über was geredet habe oder was falsch mache, wie auch immer, ihr könnt das ja gerne schreiben. Sie sieht auch, wie die nachgeladen werden. Ey, der ist aber nicht richtig da drin gesprungen. Das ist so geil. Okay, ja, das Spiel pausiert. Das wollte ich nämlich auch noch gucken. Boah, ist umgenutzt. Dort Nahkampf.
Wir saugen sie ein. Und den auch noch. Ja, das habe ich vorhin alles nicht gemacht, weil ich das nicht gecheckt habe. Ich habe die ganze Zeit gekillt ohne Ende. Und rein! Ey, es ist ein geiles Spiel. Ich muss mal nachher gucken, was das kostet im PSN. Ich glaube, das hole ich mir. Well, it looks like them outlaws blocked the road to town. Yeah, those stinky bastards got us good this time. I think there's a mine shaft around here that'll get us to town. Where is it? I could swear it was over here. No, that's not it. Oh, maybe over here. What was I looking for again? Oops. Filthy hands, Floyd. I'm taking you in. Alive or a corpse. It's your choice. Looks like we got company, boys. Let's give them a warm welcome. Fieser Cliffhanger, oder Leute? Ja, hier kann man es halt noch so ein bisschen sehen, was es so für Viecher gibt. Was stinkt hier mäßig? Und hier Bossfight. Das sind komische Hornisse. Bewertungen sehen auch alle richtig krass aus, ey. Aber es sieht schon, ich finde, also es macht wirklich richtig Laune, ey. Holt euch auch am besten mal die Demo, überzeugt euch mal selber davon. Guck mal, jetzt hat er das eine Fieder noch Dings. Das Geld, ich sage mal einfach, das Geld ist dafür da, um die Munition, um die vielleicht irgendwie zu upgraden. Das könnte eventuell sein. Damit die zum Beispiel dieses Hörnchen da irgendwie einen krasseren Kreis irgendwie zu sich rufen und so weiter. Ey, hammergeil, richtig geil, Mann. Ich guck mal nachher im PSN, was das so kostet. Mal gucken, vielleicht hole ich mir das. Vielleicht ein Let's Show, eine Stunde mit oder was auch immer. Ein Zwischendurch-Part, ein letztes Zwischendurch. Perfekt, können wir das so machen, Leute. So machen wir das, glaube ich. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Battlefield-Video oder so. Ich zögere es ein bisschen hier hinaus mit dem Battlefield-Video aus dem Grund, weil ich gesagt habe, im nächsten Part lade ich einen Gast ein. Nur es ist gerade momentan ein bisschen schwer alles, das zu organisieren. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Ich könnte auch einfach so nochmal den nächsten Part Battlefield machen. Ich guck mal, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann, Freunde. Haut rein!